Hallo und herzlich willkommen zu Folge 29 von Legend of Azun. Wir stehen hier gerade im Badehaus. Jetzt hört man auch die andere da hinten fiedeln, beziehungsweise jetzt auch eine Geige in der Hand. Violine, sonst was, ist egal. Und mit dem Kerl wollen wir mal reden. Wer das hier ist, das ist wahrscheinlich der Besitzer des Badehauses, wer hätte es gedacht, aber vielleicht hat er eine Quest für uns oder so. Wer bist du? Ich bin Mekandro. Ich verwalte das Badehaus für die Stadt. Ja, Sachen gibt's. Und ansonsten nichts, na gut, dann nicht. Heute werden wir mal schauen, dass wir irgendwo eine Gans erwischen. Also gucken wir hier nochmal, ob wir was finden können. In den Grünanlagen der Stadt sind vielleicht wertvolle Kräuter versteckt. Ja. Kann man ja nie wissen, aber hier scheint nichts zu sein. Also werden wir auf jeden Fall Amadeus heute aufs. Oh, Blauflieder. Werden auf jeden Fall Amadeus heute aufsuchen. Die Quest beenden. Schon lang genug, die Quest. Oh. Immerhin normaler Trank. Ist hier hinterm Badehaus versteckt. Hätte auch etwas mehr sein können, aber besser als gar nichts. Hier sind noch ein paar Pilze. Ich habe schon die letzten Folgen mal gesagt, ich finde diese Grünanlagen ja eigentlich super. Auch hier noch mit Überblick aufs mittlere Viertel. Ja, da oben ist dann quasi das obere Viertel, noch eine Mauer. Und hier nochmal Grünanlagen. Ist hier irgendwas hinten im letzten Eck, außer ein Hocker? Oh. Sumpfkrautstängel. Ja, dann wissen wir schon mal, was an dem Hocker da betrieben wird oder getrieben wird. Ist ja illegal. Hier in Asun, ne? Darf man nicht. Ganz hinten im allerletzten Eck, im letzten Winkel der Stadt, liegen ein paar Sumpfkrautstängel rum. Bisschen nachlässig eigentlich. Ich meine, dass da jede Wache hinrennt. Im Gegenteil, da wird wahrscheinlich keiner hingehen. Keine Wache, aber nichtsdestotrotz, das ist ein bisschen nachlässig, ich meine. Gerade wenn es illegal ist, dann ist es doch meistens von hohem Wert auch. Da lässt du nicht einfach rumliegen. Gut, auf der anderen Seite ist es auch nur ein Hinweis für den Spieler, dass da eventuell früher oder später, entweder ist es einfach nur so, oder da findet mal was statt, früher oder später. Feuer! Feuer, halt! Was? Schützen, für einmal ein Schuss auf die Zielscheibe. Ja, die machen Übungen da drin. Ausgangsstellung, Kontaktstellung, Schießstellung stehen frei. Vorbereitung. Okay. Bereit? Ich geh mal weg, der schreit mir zu laut. Also, wie gesagt, Amadeus und mal gucken, dass wir hier irgendwo eine Gans erwähnen. Da ist doch eigentlich schon. Also, ne, wenn dann da, da sieht uns nämlich keiner, das ist so hinter den Häusern die beste Möglichkeit, die mir jetzt so direkt ins Auge fällt. Kann ich hier, ne, da kann ich nicht rüber, aber ich kann hier rüber. Hier ist nämlich kein Zaun. So. Gucken, dass uns auch keiner sieht. Bei unseren Straftaten hier. Vielleicht geht's zuerst die erste hier. Rohes Gänsefleisch. Das hat jetzt keiner bemerkt. Wir schlachten mal alle, warum auch nicht? Wie gesagt, das sind wie Schafe. Und hier sieht uns auch keiner. Und falls wir mal mehr als ein Gänsefleisch brauchen, dann haben wir direkt drei schon mal dabei. Jetzt ist die Frage, ob der das roh will oder ob wir das erst noch braten sollen. Okay, ja gut, wir haben jetzt ganz abgemurkst. Das wird wahrscheinlich nicht gerne gesehen, aber es wurde ja nicht gesehen, ne? Ich habe nur Angst, dass der Typ uns dann vielleicht verpfeift. Na, dass die Quest quasi ein bisschen komplexer strukturiert ist, als es den Anschein hat, ja? Vielleicht ist es nicht einfach nur irgend so ein Depp, der von uns Gänsefleisch will. Vielleicht, ja, geht er direkt mit uns zur Justiz. Sobald wir dann auftauchen mit Gänsefleisch. Ist Amadeus schon da?
Nee, wo treibt der sich denn rum? Es ist gleich 16 Uhr, da sollte man anfangen zu klimpern bald. Da soll naja, gehen wir mit dem Gänsefleisch hoch nochmal. Da in dieses. Ja, in diesen Übergang zwischen mittlerem und oberem Viertel. Genau das habe ich auch gesagt. Gucken wir uns mal darum. Aber das, wenn man wirklich mal sich das so verinnerlicht, also Asun ist schon eine dicke Festungsstadt. Also wirklich, hier sind ja überall Mauern, Türme. Ja, also wirklich überall. Ja, Korinthes hat zwar auch eine Mauer, aber das ist kein Vergleich hierzu. Das ist durchurbanisiert und befestigt bis zum geht nicht mehr. Wer torkelt denn da? Warte mal. Hallo, was machst du hier? Ich arbeite den ganzen Tag für meine Herren. Was anderes machst du nicht? Wenn ich am Ende des Tages Brot auf meinem Holzteller haben will, dann nicht. Wie ist das Leben auf Asun? Solange es hier friedlich zugeht, kann ich mich nicht beklagen. Lediglich der aufkeimende Konflikt zwischen Fürst Albrecht und Wulfgar könnte Ärger bedeuten. Und? Wie ist die Arbeit so? Hart, aber ich kenne es nicht anders. Es ist das, was ich tun muss, um hier in Frieden zu leben. Okay, wir haben 2x20 EP bekommen. Als wir mit der geredet haben, ganz interessant eigentlich. Wobei sonst niemandem eigentlich, oder? Fällt mir zumindest gerade nichts ein. Dass wir für Informationen einfach mal ein bisschen EP bekommen haben. Aber wurscht. Ich werde doch mal schauen. Ich habe ja gesagt, ich will das mit den Handwerksquests irgendwie mal schauen, wie lange wir das rauszögern können. Vielleicht gehe ich auch erstmal dann raus aus der Stadt. Ja, töten ein bisschen Viecher oder so. Reden wir mit dem einen oder anderen. Vielleicht kriegen wir da irgendwie. Vor allem müssen wir mal schauen, dass wir mit dem einen Kamerad, dann der eine, der läuft ja immer zwischen Orins Hof und der Stadt hin und her, und wenn wir mit dem mitlaufen, genauso wie wir auch mit dem einen mitlaufen können zum Kloster, ich frage mich, ob dann deren Namen dann auch wieder so grün gedingst werden, ne? Das, also nicht, dass wir denen einfach nur folgen, sondern dass sie auch quasi mit Schrägstrich für uns Gegner abschlachten. Das wäre optimal. Ich habe hier eine Keule Gansfleisch. Super, gib her. Ich gehe es dann mal braten. Hier hast du einen Obolus. Ja, okay. Die Quest war wirklich genauso simpel wie gedacht. Keine bösen Hintergedanken, zum Glück. Einfach 100 Rupere und 100 Gold bekommen. Das sieht man doch gerne. Jetzt ist die Frage, soll ich vielleicht schon die nächsten 8 Lernpunkte in Stärke verfeuern? Oder vielleicht den Einhandkampf. Mal schauen. Wenn noch wird das Kämpfen nicht zu. Hier nimmt noch nicht die Überhand. Ja, noch sind wir hier am. Aber wir kriegen auch nicht so viel EP. Ja gut, wir haben jetzt bald wieder ein Level up. Also vielleicht kriegen wir, nachdem wir Amadeus dann gleich ansprechen, genug Lernpunkte. Also Erfahrungspunkte, damit wir halt 10 Lernpunkte wieder bekommen. Dann könnten wir tatsächlich ein bisschen Einhandkampf und ein bisschen Stärke dazu. Das freie Lager wird nicht mehr als. Warte mal. Das ist nur ein Bürger, der dachte irgendwie, keine Ahnung, der sieht so markant aus, aber anscheinend doch nicht. Dann nicht. Ist wieder Pisswetter. Oh. Der Name ist neu. Warte mal. Das liegt doch auf der Hand. Hallo, wer bist du? Ich bin Jacques, ein Rekrut der Lalvanischen Armee. Was gibt's in der Stadt? Nun ja, hier sind eben die 3 Stadtviertel und ja, was willst du da genau hören? Daran wird ich meine, was es hier in der Stadt so Besonderes zu sehen gibt. Was gibt es hier zu sehen? Tja, da wären wohl die Burg, die Arena und die Türme in der Stadt. Das siehst du eigentlich immer, wenn du hier rumläufst. Oder was willst du von mir? Erzähl mir mehr darüber. Was? Nur weil ich als Rekrut auf Patrouille bin, heißt das noch nicht, dass ich hier jedem was über die Stadt erzählen muss. Ich bin schließlich nicht die Auskunft. So, und wer dann? Geh in die Kneipe. Der Wirt Johannes redet immer viel und gerne. Deine Arbeit scheint ja unglaublich spannend zu sein, wenn du ein Gespräch ablehnst. Verschwinde einfach. Der ist aggressiv hier, was soll denn das?
Bist du schon lange Rekrut? Nein, ich bin vor ein paar Monaten vom Festland aus hierher gekommen. So wie wohl fast alle von uns wurden wir irgendwann mit dem Schiff hierher gefahren. Aha, und wo warst du vorher? Hey, es ist mir egal, wo du herkommst und frage dich auch nicht danach. Tu mir den Gefallen und handle ebenso. Ist ja schon gut, ich war nur neugierig. Kannst du mir helfen, als Rekrut aufgenommen zu werden? Ob du geeignet bist, um Rekrut zu werden, entscheidet einzig und allein unser Kommandant Argos. Geh zu ihm und sprich mit ihm. Er wird dir alles erklären. Er war doch sturzbetrunken. Nun gut, also falls wir Rekrut werden sollten und mit Argos sprechen, wird der uns wahrscheinlich an alle anderen Rekruten weiterleiten mit Namen und die müssen dann eine Quest erledigen und uns beweisen und bla bla bla. Da wissen wir ungefähr, was auf uns zukommt. So, ist Amadeus jetzt endlich da? Tatsächlich, er ist da. 17 Uhr Schichtbeginn. Jetzt klimpern los. Na, klappt das wieder? Wie am ersten Tag. Und dieses Öl ist traumhaft. Es macht meine angespannte Haut geschmeidig und scheint die Muskeln zu wärmen und aufzulockern. Wo hast du es her? Bestimmt nicht vom Tischler. Das ist doch kein gewöhnliches Schmiermittel. Der Alchemist Neodym kennt die Rezeptur. Neodym? Im Armenviertel. Er hat früher hier gelebt, hat sich dann aber dorthin zurückgezogen, um mehr Ruhe zu haben. Genau. Ah ja. Was wäre ein Meister ohne die Ruhe, die er braucht? Ich danke dir. 50 Choperi, du Sau, das hätte ein bisschen mehr sein können. Naja, auf jeden Fall. Das hat geklappt. Soweit, die zwei Quests haben abgeschlossen. Heißt für uns jetzt eigentlich... Also Garrot haben wir die Stimme. Vanadium eigentlich auch. Ahus auch. Gut, wie gesagt, es fehlt halt noch das mit der blöden Farbe. Joachim haben wir nämlich auch soweit. Und Vestito eigentlich auch. Oh, jetzt geht's die Klimper wieder los. Übrigens, manche nennen den Johann ja Johannes, ne? Ich habe gehört, bei dir gibt es Informationen. Haha, von wem kam das denn? Jack erwähnte es mir gegenüber. Naja, ich bin Gast. Da ist das wohl nicht so schwer zu erraten, dass ich mit vielen Leuten zu tun habe. Also sag an, was brauchst du? Ja, anscheinend nichts. Da ist der Ahus. Boah, sieht aber dunkel aus hier. Gerade in dem Winkel, wo er steht. Ich hätte jetzt gesagt, wir pennen mal eine Runde und nächster Morgen wird. Und dann machen wir uns mal auf und erkunden erstmal die Gegend. Also pass auf, ich versuche das folgendermaßen zu machen. Ich erkunde erstmal die Gegend. Wie gesagt, wir haben keine zeitkritische Quest im Moment, soweit ich informiert bin. Ja. Das heißt für uns oder für mich, ich werde jetzt erstmal die Gegend so ein bisschen erkunden draußen, vielleicht bis zu Orins Hof oder zu Karlshof oder bis sonst wohin. Und wir töten erstmal die Gegner, die tötbar sind, und dann marschieren wir mit der Person, die uns hinführt, hin. Ja? Beziehungsweise ich gucke jetzt erstmal ganz kurz, wenn ich denn mit dem einen mitlaufen will, ob dann vielleicht der grün markiert wird, weil da können wir den auch als Schutzschild benutzen. Hätte ich jetzt gesagt, laufen wir mal zu Orins Hof. Ja, ich meine, das mit dem Handwerk, das läuft ja nicht davon. Und gehen wir da halt mal hin. Aber wir werden auf jeden Fall erstmal einen Handwerker lernen, bevor wir uns einer Gilde anschließen oder einer Fraktion. Beziehungsweise noch bevor wir darüber nachdenken, weil das dauert eh noch ein bisschen. Und dann kann man gucken, wer das war. Aber der Schack, den habe ich wirklich, der ist mir bis jetzt irgendwie aus dem Weg gelaufen. Aus dem Weg gegangen, ich weiß auch nicht warum. So, und da ist der Jan. Wie geht's? Ich bin ganz zufrieden. Die Fische gehen brav ins Netz und die Händler aus der Stadt zahlen ordentlich. Okay. Ein Topf von Wein haben wir aber nicht von der, nicht von der Selma, ne? Und deswegen machen wir das korrekt. Und der kann ja anscheinend eine Woche warten. Oh, guck mal da. Unglücklicher, komm mal her zu mir.
Du trägst ein schweres Joch. Dieser Lederbeutel wird deine Last mindern. Macht dir dein Leben leichter, Unglücklicher. So ein Vollidiot. So, der da war's. So, speichere ihn ab und rede mit ihm. Seradan hat gesagt, du gehst bald wieder zum freien Lager. Das hatte ich vor. Ich bin wegen einer Krankheit nun schon ziemlich lange in der Stadt gewesen. Es wird wieder Zeit, auf Wanderschaft zu gehen. Nur alleine reise ich ungern. Ich bin nun hier gefangen, bis ich einen Begleiter... Ja, perfekt. Ja, Kollege, das ist ja... Ich könnte dich begleiten. Ja, warum nicht? Du machst mir zwar keinen besonders starken Eindruck, aber doch einen verlässlichen. Wir können jederzeit loslegen. Du solltest dir aber genügend Proviant mitnehmen. Es ist ein langer Weg. Okay, gut, wenn das jetzt gleich vielleicht auch eine Quest sein sollte, dann machen wir das natürlich sowieso. Proviant habe ich mir gut erarbeitet bis jetzt, um das mal so sagen zu können. Aber wir brauchen jetzt nochmal ganz kurz einen Lehrer. Und da ist, glaube ich, der Cortez noch die beste Ansprechperson. Hey! So, das Furax handelt mit Hehlerware, das können wir nicht, machen, aber sonst vergeigen wir die Questen, das wollen wir natürlich nicht. Steine kostet halt schon doppelt. Igitt! Sei es drum. Gut. Bring mir. So, und jetzt noch ein bisschen hier. Bring mir. Und eins. Und zwei. Und drei. So, alles rausgehämmert. 14% Einhand. Und fast 40 Stärke. Das geht doch. Hey. Was kann der mir jetzt eigentlich noch von der über die Stadt erzählen? Da ich jetzt Zugang habe, kannst du mir etwas über Assun erzählen? Nun, außer der Stadt Assun, wo wir uns gerade befinden, gibt es noch ein Kloster und das freie Lager. Die wichtigsten Teile des Landes sind zwar von Wachposten durchzogen, doch es ist für einen untrainierten Kämpfer gefährlich, alleine durchs Land zu ziehen. Welche Gefahren gibt es denn dort draußen? Erstmal solltest du die Biester, die es überall gibt, nicht unterschätzen. Wenn du nicht aufpasst, rotten sie sich zusammen und machen dir ganz schnell den Gar aus. Außerdem wären da noch Wegelagerer, die vereinzelt an den Wegen lauern und versuchen werden, dir dein letztes Hemd zu rauben. Okay, jetzt will man ein bisschen was erzählen, was er darüber weiß. Erzähl mir von dem Kloster. Bewohnt wird das Kloster von Priestern und Mönchen. Erkundige dich dafür bei Zakardos. Er hält jeden Tag eine Predigt. Haben wir schon erfahren. Wie ist das Leben als Rekrut so? Ich finde, Rekrut zu werden war das Beste, was ich machen konnte. Ich passe hier auf, dass alles seine Richtigkeit hat. Ab und zu gibt es zwar Ärger, aber eine größere Auseinandersetzung gab es schon lange nicht mehr. Außerdem habe ich ein kostenloses Quartier, einen Sold und täglich 3 Mahlzeiten. Was will man mehr? Dirnen? Gibt sie um die Ecke bei Mentula. Nicht gerade billig, aber jeden Roperi wert. Du erwähntest ein freies Lager. Was kannst du mir darüber erzählen? Ja, das freie Lager wird von einem Wulfgar geführt. Viel kann ich dir aber nicht erzählen. Am besten gehst du mal zum Marktplatz und sprichst mit einem fahrenden Händler, der auch im Lagerhandel treibt. An deiner Stelle würde ich aber lieber hier in der Stadt bleiben und mich als Rekrut bewerben. Hier herrscht Ruhe und Ordnung und du hast einen geregelten Tagesablauf. Zusätzlich gibt's auch noch einen fairen Sold. Ja, du Witzbold, ich bin der Protagonist, ich bin der Held der Geschichte, ich habe keinen geregelten Tagesablauf. Ich muss nachts Leute beklauen und tagsüber Dämonen schlachten. Du kapierst das, glaube ich, nicht. Das ist nicht so einfach. Das kann man nicht einfach so pauschalisieren. Was muss ich machen, um als Rekrut aufgenommen zu werden? Das ist eigentlich gar nicht so schwer. Am besten sprichst du mit Argos. Er kommandiert die Rekruten hier im mittleren und unteren Viertel. Ich kann dir aber jetzt schon sagen, dass du ohne eine anständige Arbeit nicht aufgenommen werden wirst. Muss ich sonst noch irgendwas dazu wissen? Nein, das müsste alles gewesen sein. Frag ihn einfach. Er wird dir alles erzählen. Wo finde ich Argos? Er steht meistens vorm Wachturm am Marktplatz. So, die Sache ist, diese Quest jetzt hier, Aufnahme als Rekrut, davon werden wir noch andere bekommen, ne? Aufnahme als...
wer weiß, Mönch bzw. Aufnahme als Söldner war das dann, glaube ich, im freien Lager, ne? Die drei Quests, die sind unabdingbar. Die werden dann wahrscheinlich genauso scheitern wie die Handwerksquests, wenn wir uns dann halt entscheiden, aber das ist halt. Können wir nicht anders machen, ne? Ist halt so. In diesem Sinne hätte ich jetzt gesagt, in der nächsten Folge ist das. Ne, das ist nicht Argos, oder? Oder doch, das ist er tatsächlich. Aber gut, der kann, glaube ich, noch warten. Wie gesagt, wir marschieren dann erstmal in der nächsten Folge zu Urins Hof, damit wir auch mal ein bisschen so die weiten Verhältnisse haben. Ja, wir wissen ja gar nicht, wie weit ist denn der Hof eigentlich weg. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wir jetzt. Wobei, ein Stück könnte es schon sein, wenn wir da mit dem Ardam durch die Gegend da rennen. Aber wir werden mal mit dem losziehen, ja. In der Stadt gibt es jetzt akut erstmal nichts mehr zu machen. Aber das ist mit dem Casanova, da müsste mir helfen, was man da machen muss. Wahrscheinlich müssen wir dann umboxen, indem die Laute klauen. Ansonsten führen uns schon sehr viele Quests ins freie Lager. Beziehungsweise der Überfall und Furax Ware müssen wir mal gucken. Ich würde sagen, wir verkaufen den Kram von Furax einfach, den wir haben. Vielleicht geht dann auch die Quest bei dem weiter. Sie mögen es, ich weiß nur gar nicht mehr, was alles von dem war. Auch kein Problem. Ich sage, wir verkaufen einfach den ganzen goldenen Ramsch, den wir bei uns haben. Und geben dem 300 Roperi. Das ist zwar trotzdem ein kleines Verlustgeschäft, aber vielleicht kriegen wir EP für die Quest. Naja, wie dem auch sei, in der nächsten Folge machen wir weiter und marschieren erstmal in zwei Lager. Bis dahin, tschüss.